Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Gameplay-Video. Hier geht es um das Spiel Space Base DF9. Das ist jetzt noch in einer frühen Alpha. Ist jetzt gerade in der Alpha 2A oder sowas nennt sich das gerade. Ja, und dann will ich euch hier mal ein bisschen einführen in das Spiel. Ich finde das ganz witzig. Ich habe mir das mal angeguckt und jo, hat mir ganz gut gefallen. So, als erstes muss man sich hier mal eine Galaxie aussuchen. Ich hatte vorhin schon was gefunden, was ganz nett ist, aber. Ist natürlich wieder der Vorführeffekt. Hier war gerade was Gutes. Extremely high. Am besten das Stellar Density auf grün ist, also high, und Threat Factor sollte auch grün sein, also low. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel was. Das nehmen wir jetzt einfach mal. So, und dann gehen wir auf Accept und auf Deploy und dann later in die Galaxie rein. Das dauert dann ein paar Jahre. 358.000 Jahre. Und da sind wir drin. So, wir haben jetzt hier schon mal drei Leute bekommen zum Anfang. Haben 2000 Materie. Die Materie braucht man zum Bauen von ja, Strukturen, Gebäuden und Inneneinrichtungen. Ja, hier haben wir zum Beispiel schon mal Asteroiden. Die Asteroiden brauchen wir, um Materie abzubauen. Und ja, hier haben wir ganz ordentliche Stücke. So, jetzt als erstes müssen wir dann erstmal hier auf Rooster gehen. Da können wir die Leute einteilen. Und da sehen wir zum Beispiel, ja, als Bilder eignet sich der hier, naja, geringfügig, die Arbeit eignet sich ganz gut als meiner. Allerdings am Anfang muss man erstmal drei Bilder nehmen, damit wir anfangen können zu bauen, weil die Leute haben halt nur begrenzt Luft. Sehen wir hier unten Oxygen für 7 Minuten und 55 Sekunden haben die noch Luft. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal anfangen zu bauen. So, das machen wir dann wie folgt. Dann gehen wir hier auf Construct und Room. Und dann müssen wir halt erstmal anfangen mit einer Luftschleuse. So, machen wir denn so groß ungefähr. Dann machen wir schon mal Confirm. Dann können die schon mal anfangen zu arbeiten. Müssen wir die Zeit wieder laufen lassen. So, die beiden wollen schon mal. Er kommt jetzt auch zur Arbeit. Sehr schön. So, die Zeit kann man auch schneller laufen lassen. Dann muss man nicht so lange warten. So, jetzt sind sie fertig. Jetzt gibt er hier noch Tipps nebenbei, Oxygen Supply, das heißt für die Sauerstoffversorgung, aber von dem kleinen Raum, das ist ja Blödsinn. So, jetzt haben wir hier die Luftschleuse, dann denken wir uns das schon mal. Da kommen dann später noch die Türen rein und Raumanzüge, also so Schränke für Raumanzüge, dass sie die wechseln können. Dann ja, kann man das so machen, dass man hier zum Beispiel mal einen Flur macht. Und an den Flur kann man dann noch andere Gebäude reinsetzen. So, jetzt sieht man zum Beispiel hier die Größe. Life Support, zwei Oxygenzylinder. Sieht man halt, wie viel da reinpassen. So, jetzt müssen auch darauf achten, dass wir genug Materie noch haben. Dann machen wir erstmal für vier Oxygenzylinder. So. Alles klar. Und dann confirm, dass sie dann anfangen können. Und dann lassen wir das mal laufen. Jo, sind sie fleißig am Arbeiten. So, ich hoffe, der Ton ist jetzt auch zu hören von dem Spiel Ingame, weil ich habe da hier so ein bisschen Mist gebaut und ja. So, jetzt Construct. Jetzt müssen wir da Türen einbauen. Da gehen wir dann auf Objekte und dann haben wir zum Beispiel Airlock. Das ist halt für unsere
Ah, Moment, jetzt habe ich zum Beispiel einen Fehler gemacht. Cancel. Jetzt muss ich erstmal die Räume einteilen, was hier was wird. Das ist zum Beispiel unser Airlock. Das ist ein Flur, das brauchen wir nicht einteilen. Und das wird dann unser Live-Support. Da kommt dann die Luft, ja, für die Luftversorgung rein. So, das haben wir jetzt eingeteilt. Dann gehen wir wieder auf Construct. Objekte. Und Airlock zum Beispiel. Nein, Airlock nicht. Nochmal Construct. Objekte und Doors müssen wir erstmal. So, Airlock Door brauchen wir zwei Stück. Eine hier und eine da. So, dann brauchen wir hier noch eine Tür, damit sie da in den Raum reinkommen. Und dann brauchen wir noch Objekte für den Life-Support. Da brauchen wir erstmal einen Oxygenzylinder. Jetzt sehen wir zum Beispiel da oben, wir haben Luft für 0 Leute. Und wenn wir jetzt hier einen bauen, dann sollten wir, glaube ich, für 3 Leute haben oder 4. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, für wie viel das war. So, und dann brauchen wir noch Objekt Airlock, war ich ja eben schon drauf, und zwar so ein Spacesuit Locker. Das heißt, dass sie sich da umziehen können. So, mit F können wir dann das Ganze drehen und dann die Dinger hier reinbauen. Jetzt setze ich erstmal zwei Stück da rein, dann können sich zwei zur Zeit dort umziehen. Confirm. So, jetzt habe ich noch 946 Materie und dann lassen wir sie mal ackern. Denn die guten Jungs haben ja auch nicht unendlich Luft. So, jetzt sollte das Ganze eigentlich schon fertig sein. Genau, jetzt sieht man, jetzt geht er da rein. Sieht auch hier die Luftschleuse mit der Luft. Wann das dann sicher ist, dass er rein kann. Oh, dauert aber ganz schön lange, ja. So, jetzt hat er sich umgezogen. Und jetzt ist er da. So, jetzt können wir zum Beispiel auf O sehen, wie die Luftversorgung ist. Ist halt noch nicht so gut, dauert aber noch. So, jetzt wird es langsam grün. So, und wie gesagt, ein so ein Oxygenrecycler, sieht man jetzt hier, ist für 3 Leute. Und da wir 3 Leute haben, langt das ja erstmal. So, dann brauchen wir mehr Material, weil wir haben jetzt hier 946 Materie. Um mehr bauen zu können, brauchen wir halt mehr Rohstoffe. Dann müssen wir hier die Leute einteilen. So, jetzt haben wir zum Beispiel einen, den lassen wir als Builder. So, dann lassen wir einen als Techniker, weil die müssen die Geräte warten und reparieren, weil die sonst, wenn die kaputt gehen und keine Luft mehr haben, dann sterben die Leute. Und dann brauchen wir noch einen Miner, der ist ganz gut dafür geeignet. Zack. Dann, so, jetzt sind die ausgewählt. Jetzt gehen wir auf Mine und sagen zum Beispiel, dass er den Brocken hier abbauen soll. Gibt 1440 und Confirm. So, und dann sollte er dann demnächst anfangen. So, man kann dann auch mit K zum Beispiel die Wände hier wegmachen, dann hat man ein bisschen mehr Übersicht. Jetzt sieht man, der eine macht da zum Beispiel Sport. So, der eine geht jetzt nach draußen. Genau, jetzt hat er hier sein Minenwerkzeug angelegt. Und dann begibt er sich hier an die Arbeit. Ah, siehst du, jetzt sehe ich gerade auch der Tipp, ich brauche eine Raffinerie. Ha. Um das Ganze zu verarbeiten. Sonst legt er hier die ganzen Brocken in der Basis ab. Also, Construct, müssen wir einen neuen Raum bauen. So, den setzen wir dann mal hier ran. Und dann muss ich gucken. Materieraffinerie muss genug Platz sein. So, da langt eine Raffinerie. Das langt hier der Platz. So, einmal so. Ja, dann lassen wir das erstmal bauen, weil wenn ich jetzt gleich beauftrage, dass ich hier eine Tür reinbauen soll und da geht jemand durch, dann kommt er in den Weltraum und dann stirbt er dadurch. Das ist natürlich nicht so geil. Jetzt sieht man hier, jetzt hat er zum Beispiel den einen Asteroidenbrocken da einfach in den Raum gelegt. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, ne? So, der hat sich jetzt umgezogen. Das ist jetzt ein Bilder, denke ich mal. Hoffe ich mal. Ja, jetzt fängt er an zu bauen. Oh, jetzt bekommen wir Besuch. Hallo, wir würden gerne an Bord kommen. Ja, kann man Glück haben, kann man Pech haben. Ich sage jetzt einfach mal ja. Wenn man Glück hat, dann kriegt man neue Leute dazu. Wenn man Pech hat, dann sind das halt
irgendwelche bösen Aliens, die deine Basis übernehmen wollen. Also, okay, lassen wir ihn mal zu. Dankeschön. Alles klar. Und wir haben Glück gehabt. Es ist ein Raumschiff und ich bekomme zwei neue Leute dazu. So, dann kann man gleich gucken auf Rooster, was die Leute können. Da muss man nämlich jedes Mal, wenn man neue Leute bekommt, erstmal einteilen, was sie arbeiten sollen. So, jetzt sehen wir zum Beispiel, der hier kann gar nichts. Das ist natürlich schön. Dann machen wir den, würde ich sagen, noch als Techniker. Und den hier, Security, denke ich mal, brauchen wir noch nicht. Machen wir den erstmal als Builder, dass das hier alles schneller geht. Obwohl, so viel zu bauen habe ich noch nicht, also lasse ich ihn erstmal als Security. Falls die Bösen kommen, habe ich einen, der hier meine Basis verteidigt. So. Der ist jetzt fleißig am Bauen, da macht wieder einer Sport. Kann dann auch noch dichter rangehen und sich das Ganze hier angucken. Ja, ist natürlich nicht so geil. Jetzt haut er mir hier die ganzen Brocken rein in die Basis. Hier unterhalten sich die Leute. Kann dann auch noch detaillierte Informationen von den Leuten angucken. Ich hoffe, dass das Spiel irgendwann mal auf Deutsch übersetzt wird, weil ich bin da jetzt nicht so der Profi in Englisch. So, jetzt ist der Raum fertig. Jetzt muss ich ihn erstmal einteilen. Als was? Einfach Linksklick auf die Fläche. Und hab gesagt, wir brauchen eine Raffinerie. So, Raffinerie, alles klar. Und dann müssen wir noch Objekte da reinsetzen. Und zwar einmal Raffinerie. Eine Materie-Raffinerie. So, wenn es grün ist, passt es rein. Bob, kostet mich 200. So, da sind wir aber noch nicht fertig mit. Und zwar muss da jetzt noch eine Tür rein. Sonst kommt er da ja nicht rein und raus. So, das haben wir jetzt erstmal. Und dann lassen wir ihn mal bauen. So, später müssen wir dann noch Feuermelder oder auch Feuerlöschanlagen in die Räume einbauen. Das kann ich ja dann eigentlich hier auch. Ah, mache ich gleich. Wenn er da fertig ist. Lassen wir die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. So, Tür ist schon drin. So, Raffinerie ist auch fertig. Wunderbar. Ich glaube. Ach so, siehst du, der hat das Ganze. Den Asteroiden hat er schon abgebaut. Dann hoffe ich mal, dass er das Erz da jetzt demnächst reinträgt. Denn man das hier nicht auf dem Gang liegt die ganze Zeit. So, dann wollen wir mal hier auch für Objekte und alle Zonen. Da haben wir hier den Alarm und den Feuerlöscher. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Alarm auch noch reinsetzen muss. Ich setze jetzt einfach mal den Feuerlöscher da rein. Einmal hier ein und einmal da ein. Okay. Und dann sollten die gebaut werden. Ah, siehst du, jetzt hat er hier gerade den einen Brocken aufgenommen und bringt ihn zur Raffinerie. Sehr schön. Und dann müssen wir mal gucken. 422 Materie, ob das gleich hochgeht. Zack. Ah, siehe da. Wow. 662. Sehr schön. So, er hat ja den einen schon abgebaut. Das heißt, kann er mal mit dem nächsten anfangen. Und zwar auf Mine. Denn das Gebiet mit links markieren und confirm. So, und dann hat er wieder zu tun. So, Oxygen-Level meckert er rum. Oh, ist nicht gut. Ach, siehe da. Fällt mir gerade auf. Ich brauche unbedingt, weil ich ja mehr Leute habe, habe ich ganz vergessen, mehr Sauerstoff, sonst sterben mir hier die Leute. Also Objekte, Life Support und Oxygenreaktor. Kostet mich einer 150. Das heißt, ich baue gleich mal ein bisschen auf Vorrat. So, kostet mich das Ganze 450, 902 habe ich. Also bestätigen. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt schnell genug baut, dass mir hier die Leute nicht verrecken. So, ist das schon im Gange? Wunderbar. Jetzt haben wir für 6 Leute. Alles klar. Da muss man nämlich auch ab und an mal drauf achten hier. Oxygenlevel ist low. So, jetzt haben wir Platz für 12 Leute. Jetzt gucken wir nochmal auf O. Ist noch rot. Muss ich erstmal alles regenerieren. Ist immer noch rot. Das ist nicht gut. Ah, jetzt wird es langsam orange. Jetzt geht es langsam ins Grüne über. Wunderbar. Okay.
So, das war's dann jetzt fürs Erste. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ja, werde dann demnächst noch weitere Videos machen. Bis dann, tschüss, euer Heiko.